Und ich habe das Soundpack jetzt auch wieder. Oh, ist immer noch Nacht. Ich hab das Soundpack jetzt auch wieder drinne. Und ich habe so weit runter gepegelt, dass du lauter bist als die Mobs in der Offline. Wann warst du bitte online? Das Soundpack hat. Nee, aber dieses komische Häuschen gebaut. Das habe ich in der Timelapse mitgemacht. Damit dort nicht mehr explodiert. Das ging mir nämlich auf den Keks. So, wir können uns erstmal hinlegen. Wie denn? Bist du etwa nicht zu Hause? Doch, aber mein Bett ist nicht zu Hause. Oh, Darko. Es wird Tag, vergiss es. Ja. Ich will gar nicht rausgehen. Ich will's einfach nicht. Na warum? Es ist Tag, da kannst du rausgehen. Die Mobs sterben trotzdem bei Tag. Ja klar, aber oh, das ist ein Zombie-Villager. Ein Zombie-Villager. So, Aufgabenteilung, was machen wir heute? Du baust dieses Verzauberungstisch auf und ich eine Mauer. Warte, ich muss erst mal ganz kurz... Ach du Scheiße. Achso, jetzt kannst du einfach mal ein Bett nach. Oho! Sei 4,5 Herzen Abzug. Das ist nur Kacke! Aber gleich 2 XP dafür gekriegt. Wie? 2 XP, 2 Level Aufstieg? Ich hab also 2 XP Level hier noch. Ich glaub, da, auf Level auf einfach? Ich glaube, da ist irgendwas mit Level noch. Einfach testen und gegen Monster kämpfen, Darko. Ui! Die wird nichts anderes übrig bleiben. Ja, aber da kriegen wir ja voll viel Level. Naja. Weiß ich nicht so, ob das zu bringen. Aber ab Level 20 müsste es trotzdem weniger werden dann. Naja, ich hatte ja meine Level vorher entfernt. Also ich kriege... Ich hab einen Mob 1,2. Ich habe jetzt ein Skelett und einen Zombie-Villager gekillt, also... Ja, upsala. Ach du Scheiße, also ich fange mal an. Nächste Frage, ist es Holz oder woraus soll der Bauer? Mach Holz und Stein. So wie im Tunnel unten. So wie wir es da gedacht haben. Dass du alle 7 bis 9 Blöcke so einen Holzstamm hochziehst. Also ich muss erstmal Stein drin. Und von der Maximalhöhe... Das ist eine gute Frage, Maximalhöhe. Was macht man da? 4, 5. Ja, mach 5 und dann kann man 6. Ja... Nee, ich zähl grad mal an. Achso. 7 Bogenschütze hat der Creeper ausgehalten. Wegen der Höhe der Mauer macht man die auf 5 hoch? Also 5 Blöcke hoch, weil dann kann man im Nachhinein oben immer noch so einen Gang bauen, wo man drauflaufen kann, weißt du? Jetzt sind sie wirklich so hoch. Oder? Ja, klar. Dann und wir möchten uns beeilen, denn der Golem wird mit den neuen Leveln der Mobs nicht klarkommen. Der Eisengolem wird dort instant down sein, außer wir setzen noch ein paar. Bei weitem nicht genug. Also ich habe mehr als genug Eisen. Das wäre kein Problem. Mehr Eisen? Eine Eisengolem musste ja bauen. Brauchst du ja Eisen dazu. Aber ich wollte mir erstmal so eine Furnace bauen hier. Ich weiß jetzt, wie man die macht. Ich brauche 10 Eisen. 2 Furnace, wo die auch immer hin sind. Hallo? Da sind sie und ich brauche Smooth Stone. Den mache ich wie? Den habe ich noch nicht im Dingsbums hier.
Ich hab sowieso keine Ahnung. Wir sind für eine Stadt schon irre weit auseinander. Wie soll ich da eine Mauer drum ziehen? Indem du Steine und Holz immer ordentlich platzierst und daraus eine Mauer bildest. Eine dumme Frage, dumme Antwort, würde jetzt meine Mutter sagen. Ja, aber es ist keine dumme Antwort. Ich habe nicht so viel Material. Ja, ich auch nee. Dann baue sie doch halt aus Cobblestone und wie gesagt, dann setzen wir zwischendrin mal ein bisschen Cleanstone und weiß ich nicht was. Und die Holzstämme, da kannst du zum Beispiel hier den Fichtenwald nehmen bei uns. Ganz ehrlich, mir geht's gerade überhaupt nicht um Schönheit, sondern nur ums Überleben. Dann nimm dein Bett mit dahin. Es muss schon schön aussehen. Stell dir mal vor, es kommt auf einmal ein junges Mädel hier drauf, die mitspielen will. Es muss alles schnieke sein dann. Darko? Ach, du machst um uns jetzt hier. Ich dachte beim Villagerdorf. Nee, mir geht's nur um uns gerade. Mich juckt dieses Villagerdorf doch nicht. Ach, bei uns ist das doch scheißegal. Da muss keine Mauer hin. Bau dir einen Zaun um dein Grundstück und fertig. Hey, wolltest du nicht hier rum eine riesige Stadtmauer haben? Bei uns drei Leuten doch. Das lohnt sich doch nicht. Dann mal lieber ums Villagerdorf. Was hast du jetzt eigentlich vor? Ich baue meinen Steg hinten am Dings weiter. Am Haus. Hast du damit überhaupt angefangen? Ah, übrigens, deine super geile Eingangstür hier ist komplett sinnlos, aber danke. Welche Eingangstür? Zu dem. Du weißt schon. Min, die Mobs kommen nicht von oben, die kommen von unten aus den Seitenschächten. Ja, das ist ja erst einmal egal, da wird der unten später sowieso noch ausgeleuchtet. Ja, aber du wolltest ja den Sprengfaktor reduzieren und das liegt nicht an den Mobs, die oben sind. Auch, weil die meisten Explosionsfallen waren nämlich alle hier außerhalb. Wenn du meinst. Yep. So, ich gehe erstmal unten in unseren Minengang und setze da schon mal das Holz, was ich hier mach das. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Das da. Wie mache ich nochmal Smooth Stone? Was ist Smooth Stone nochmal? Ach nee, ich brauche dazu die Säge, oder? Justin, ich missbrauche deine Säge. Ich hätte auch eine. Das da. Willst du mich verarschen? Hä? Ich krieg... Was ist denn das für eine Verarsche? Und jetzt muss ich die, glaube ich, so zusammen... Nee, hä? Wie krieg ich denn Smoothstone? Das war doch irgendwie... Hey, was ist überhaupt Smoothstone? Kann ich dir dann später zeigen, erklären, wie auch immer... Ist wieder der gleiche. Das Paket wollte. Hey, ich könnte noch. So. Vor allem, ich hab ja hier kurz im Video gesagt, Cut, damit ich weiß, wo ich schneiden muss. Und bin dann halt losgestampft zur Tür. Und hab vor mich hingeprabbelt. Das kann er nicht sein. Immer in der Aufnahme. Der hat das gehört an der Tür. Ja, es kann aber nicht sein, weißt du. Und ich mach das auch nicht mehr. Ich nehme hier für keinen mehr was an. Sollen sich selber kümmern jetzt, wo sie es hingesetzt kriegen, hingeschickt oder was wird der Geier was. So, ja, ich... wie mache ich das? Ich versuche das jetzt mal so und so. Nee. Hä? Ich habe aber auch kein Rezept. Wie schreibt man denn diesen Smoothstone? Ich habe gerade ein neues Rezept bekommen. Diesen komischen... Wie hieß denn das hier? Schleifstein. Als Segenrezept habe ich Schleifstein. Jetzt fehlt halt wirklich nur noch
Na, och man, leg mich doch am Hinterteil. Ne, das musste er auch irgendwie craften, das weiß ich, weil dafür aus dem Smooth Stone, den brauchst du nämlich für den Furnace. Für den Blast Furnace. Ich weiß nur nicht mehr, wie das Rezept dazu war. 3 Tage. Steht im Chat übrigens. Ja, ich weiß. So mache ich das. Boah. Ey, ihr wollt mich. Und ey, jetzt aber hier, ne? Und. Kannst du generell mal gleich in unseren Tunnel kommen und schauen, ob dir das gefällt, so? Moment, ich kann das Ding nicht mal abbauen, um ein Rezept zu bekommen. Was soll denn das? Mann, 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 ich bin auf dem Weg. Welchen Tunnel? Unseren. Der in Richtung Villagerdorf. Wir haben doch nur einen Tunnel. Naja, das was Dingsbums dort ist, könnte man auch als Tunnel nehmen. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ja. Ich habe ja hier eine Werkbank dabei. Machen wir das mal so. Mal so. Ich hoffe, die ging so. Oh, dich nehme ich wieder mit. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. Und ja, das Glas musst du nie kaputt machen. Da machst du einfach bis oben und an der Seite. Okay. Und hier habe ich mir das dann halt so ja gedacht. Bin ich mir nicht sicher, ob wir da durchpassen. Wir testen das dann später einfach mal. Ich setze jetzt hier mal so hin. Mehr habe ich sowieso nicht dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, kommt mit, ich glaube, wir müssen schlafen. 6, 7, 8, 9. Gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich denke mal, das waren jetzt 9. Weil dann können wir auch dort bei den Holzdingern so eine Lampe anhängen. Oder wir setzen wirklich irgendwann Glowstone alle 5 Blöcke rein oder so. Oh Scheiße, das ist halt echt Nacht. Run, better run. Warum? Kämpfen macht Spaß. Ups! Ich wollte den Zombie treffen. Hast du einen Vogel? Ich hab mich voll erschrocken. Wow, das Skelett sieht mich über den See. Das ist normalerweise nicht Standard. Aber 3 Hits und das war down. Liege. Ja, Moment. Ich muss kurz Pfeiler einsammeln. Also das Plugin gefällt mir, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt überlegen wir, ich hätte das auf 1,5 gelassen. Oh. Auf 0,8 ist es jetzt, oder? Ja. Da kann man ja froh sein, dass der Enderdrache davon nicht betroffen ist. Ist er nicht? Nein. Enderdrache ist außen vor. Hast du noch? Nee, hart. Der greift irgendwie nicht mal eine Tür an. Ich habe alles auf hart gelassen. Wo setze ich denn das Ding hin? Das machen wir hier oben. So. Jetzt. Machen wir das da. Dann einmal das da. Setzen wir dort ran.
Boah, so langsam nervt mich das gerade. Mich nicht. Ja, ich hatte auch eine ziemliche Mob-Horde, die Hallo sagen wollte. Leather Horse Armor? Seit wann gibt's denn das? Leder, schon seit 1.16. Okay. Oder sogar 1.15, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, 5 Leder, nee, 6, 7 Leder kostet die. So, Was ist... Das will ich jetzt testen, was ist das? Ich will eigentlich hier einen Steg bauen und mache schon wieder ganz andere Sachen. Das ist nicht gut. Das kenne ich aber zu gut. Ne, wir machen das hier anders. Es kommt auf halbe Höhe. Ich glaube, Justin kommt heute nicht mehr. Er hat gesagt, er verspätet sich ein bisschen. Wenn ist der ja Justin auch steht, ist er sich verspätet, dann verspätet er. Soll mir eigentlich, also mir ist es auch recht, also was heißt mir ist es recht? es geht halt vor. Ja, und da kann auch jeder sagen, was er will, und da stehe ich auch voll dahinter, weil das ist ja bei meinen Kindern nichts anderes. Bevor die irgendwas machen, haben die erstmal Schulhausaufgaben zu machen. Und bei mir hier draußen ist gerade Radau. Warum auch immer. Ich krieg echt kein verficktes Haltbarkeit. Auf was denn? Auf meinem Schwert, ich baue unbedingt Haltbarkeit. Alter, was war das denn gerade da draußen? Ein Motorrad. Das war doch kein Motorrad. Daneben Moped. Ey, das war ja ein Brumm wie eine kaputte Waschmaschine im Schleudergang. 2, 3, 4, 5. So doll habe ich es nun auch nicht gehört, aber. Lang nach dem Motor. Gesagt. Eins. Ich brauch Slaps. Schlepps. Eins, zwei, drei, so, das müsste ausreichen. Sieht auch gut aus. Ich brauche eine Schaufel, ich brauche eine Schaufel. Ich mach mir jetzt eine Schaufel und gehe sie verzaubern. Fünfunddreißig. Und ich habe kein Lapis. Ich werde mal eine Kiste oder einen Barrel mit Lapis dorthin stellen. Kannst du gerne machen. Ich muss jetzt halt sagen. Das Einzige, worum ich dich bitten würde, wenn du irgendein verzaubertes Buch mit Haltbarkeit auf einmal hast, bitte, ich brauche das so dringend. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe nicht mal für leere Bücher. Ich habe ja nicht mal Leder. Du läufst gerade an deiner Lederproduktion vorbei. Wow. Von dem Leder rede ich jetzt aber nicht. Aber es ist Leder. Warum so, redest du von dem Leder nicht? 1, 2, 3. Ich rede von dem richtigen Leder. Das war ja noch lebendiges Leder. Dann mach's halt nicht mehr lebendig. Unbreaking 3, Efficiency 3 auf einer Schaufel. Also ich frag mich, was du hast. Auf jedem Werkzeug habe ich es, nur auf dem Schwert nicht. Ach, das wird noch lustig werden. Wie weit sind wir denn? Bei 20. Soll ich diesen Wald hier einfach nachschaffen? Natürlich. Wir brauchen bestimmt noch Holz für das Verzauberungshäuschen noch, für die Dingsbumsfarm noch hier. Nicht, hier, du weißt schon. Für den Bauernhof. Fürs gemeinsame Lager. Viele Kisten. Das sind echt viele Kisten, glaube ich. Also, da braucht man noch einiges. So. Schnadari Dutch, wo hatte ich denn den drinne? Unten. So, das reicht. Drei Stück. Projektil. Ach doch, ich habe hier noch drei unbeschriebene Bücher. Wow.
Also Blattmoon können wir nicht überspringen, oder? Schlafen. Nein. Das habe ich ausgelassen. Ich hatte dich ja vorher noch gefragt, da kam keine Antwort. Da dachte ich mir so, naja, dann will er vielleicht nicht. Hä, da war ich wahrscheinlich nicht da. Doch. Nee. Doch. Ich habe dich, wo ich die ganze Zeit getestet habe, das war noch bevor du essen gegangen bist. Sicher? Ja. 100% sicher sogar. So. Dann. Ich wollte noch was verzaubern, und zwar ein Buch. So, wenn ich jetzt an Breaking 3 kriege. Oh. Was zahlst du dafür? Dann wären deine Schulden bei mir beglichen. Was für Schulden? Oh. Die dir? Oh. Oh, Looting 3. Das nehme ich auch. Also, no, ich sag da nicht nee dazu. Nö, nee, klar. Ich sag zu keiner Verzauberung nein, aber. Was hab ich auf meinem zweiten Bierschwert? Sharpness 3, Notback 2. Dann kommt dort jetzt erstmal Looting mit drauf. Läuft. Die Dinger hier kann ich zusammen craften. Ne? Wow, hat voll den Unterschied gemacht. Ja gut. Ach so, ich brauche noch ein passendes Thumbnail. So. Da haben wir das Thumbnail. Und in meine Auslog-Ecke. Rockstar, Dancer, Killer, drop my love.